Okay, ich hatte kürzlich auf YouTube eine Umfrage am Laufen und wollte von euch wissen, was für Inhalte ihr gerne mehr sehen wollt. Und die absolut überwiegende Nennung waren Tutorials und Erklärvideos. Weshalb es im heutigen Video ein schönes neues Tutorial mit Klugschiss-Komponente gibt. Ich denke, ich nenne das Genre Erklärorial. Und ich möchte gerne künftig 1 Euro für jedes Mal, wenn jemand anderes dieses Wort in den Mund nimmt. Danke. Heute geht es um ein wichtiges Thema, ein auch schwieriges Thema, nämlich wie man überbelichtete Videoaufnahmen noch rettet. Zugegeben, technisch gesehen ist die korrekte Antwort eigentlich ganz simpel, nämlich gar nicht. Trotzdem danke fürs Zuschauen und ciao. Okay, ganz so simpel ist die Sache natürlich nicht, denn es gibt schon ein paar interessante Dinge zu dem Thema zu wissen. Plus auch 1, 2 Tipps, die euch dabei helfen können, überbelichtetes Material eben doch noch vor der Mülltonne zu retten. Ihr wollt wissen wie? Dann passt mal auf. Hi, mein Name ist Andi und auch wenn die meisten blöden Witze hier auf dem Kanal vielleicht eher von Unterbelichtung zeugen mögen, will ich euch in diesem Video beweisen, dass es auch umgekehrt geht. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber erst ein paar Punkte klarstellen, damit es keine Missverständnisse gibt, worüber wir hier reden. Wenn euch all das nicht interessiert, dann könnt ihr gleich zum Tutorial-Part überspringen, aber ihr verpasst vielleicht ein paar interessante Hintergrundinfos. Erstens, kaputt ist kaputt. Es geht heute nicht darum, wie ihr aus einem nahezu weißen Bild noch irgendwie mit Magie was rausholt, sondern wie ihr überbelichtete Stellen rettet in einer Aufnahme, die grundsätzlich noch zu gebrauchen ist. Zweitens, es gibt keine Zauberfunktion, um kaputte Stellen zu retten. Selbst Dinge wie RAW Highlight Recovery sind nicht in der Lage, mehr Details zurückzuholen, als sie zum Beispiel auch in einer normalen Logaufnahme vorhanden wären. Was tatsächlich geklippt ist, also an Informationen verloren gegangen ist, ist einfach weg. Und der dritte wichtige Punkt in dem Zusammenhang, es gibt auch keine Zauberformate, aus denen ihr mehr überbelichtete Details zurückholen könnt als aus anderen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Analogie, wie sie bei der Fotografie vorherrscht, gilt hier nicht. Bei Fotos ist natürlich klar, gegenüber einem JPEG kann man aus einer RAW-Datei unheimlich viele Details zurückholen. Bei RAW-Video ist das ein bisschen anders zu sehen, denn schon ohne RAW haben wir durch die diversen Log-Formate ja viele Möglichkeiten, den gesamten Dynamik- und Helligkeitsbereich des Sensors aufzunehmen. RAW hat definitiv seine Vorteile bei Weißabgleich, bei Kompression, auch beim Rauschverhalten. Und ja, da kann man sich jetzt über technische Begrifflichkeiten streiten, denn streng genommen kann man aus dem Noise Floor, also den dunkelsten Rauschbereichen, mit RAW vielleicht schon noch eine Detailnuance mehr rauskratzen. Aber ganz pauschal könnt ihr auch aus einer RAW-Videodatei nicht mehr Überbelichtung retten als aus einer anderweitigen Datei. Diese klare Analogie wie bei der Fotografie funktioniert hier nicht. Okay, das war jetzt erstmal für die schlechte Laune, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn nicht alles, was kaputt aussieht, ist es tatsächlich auch. Das Stichwort hierfür lautet Super Wide und Sub Black. Und ja, ich finde diese Begriffe klingen sau rassistisch. Was damit aber gemeint ist, ist die Tatsache, dass viele Aufnahmeformate mehr Helligkeit aufnehmen, als wir tatsächlich mit bloßem Auge sehen und beim Betrachten des Bildes erkennen können und damit können wir arbeiten. Ich zeige euch das an einem Beispiel. Hier diese Aufnahme aus dem letzten Video ist, wenn wir uns die Motorhaube anschauen oder auch hier drüben das Auto nebendran, ehrlich gesagt schon überbelichtet. Und es zeigen auch hier unten die Scopes. Die Linie sagt uns, hier gehen Informationen verloren, das schlägt beim Maximum weiß an. Wenn ich aber einfach mal die Helligkeit runterziehe, dann seht ihr, da sind Informationen vorhanden, da ist noch viel mehr vorhanden, was wir wieder runterziehen können, denn dank Superwides wurden 109% statt der normalen 100% Helligkeit aufgenommen. Sehr viele Aufnahmeformate haben also mehr Details, als ihr sehen könnt und die könnt ihr einfach zurückholen. Das sind immerhin gute 10% und das sieht man hier ganz deutlich, da sind in der Motorhaube und auch im Auto auf jeden Fall sichtbare Details wieder zurückgekehrt. Das ist auch keine Zauberei. Viele Kameras, wie hier bei Sony, machen das in den Standardprofilen, dass sie diese 109% Helligkeit aufzeichnen. Und das ist auch nicht nur nice to know, sondern praxisrelevant. Denn wenn ihr zum Beispiel was schneidet und vielleicht für einen Zwischenschritt exportieren wollt, dann müsst ihr diese Super Wides in der Regel aktiv mitrendern, sonst geht euch dieser Belichtungsspielraum über den sichtbaren Bereich hinaus verloren. Das ist in DaVinci zum Beispiel einfach ein Häkchen, was ihr in der Deliver Page setzt. Aber wenn ihr das nicht macht, dann reduziert ihr womöglich wirklich ungewollt euren Spielraum, überbelichtete Stellen doch noch zurückzuholen. Wenn ihr keine Reserven mehr in euren Superwides habt oder ihr habt vielleicht schon direkt in einem Log-Profil gefilmt, da ist ja dann schon die ganze Helligkeit quasi aufgenommen worden und ihr habt trotzdem überbelichtet, dann ist die harte Realität erstmal, diese Stellen sind futsch. Die sind komplett kaputt, da könnt ihr definitiv nichts mehr zurückholen. Aber ihr könnt trotzdem ein paar einzelne Tricks anwenden, um dafür zu sorgen, dass diese betroffenen Stellen vielleicht weniger schrecklich aussehen.
In diesem Video will ich euch zwei typische Situationen von Überbelichtung zeigen und wie ihr sie handhaben könnt. Das erste ist die wahrscheinlich häufigere und auch leichter zu behebende, nämlich ein ausgebrannter Himmel im Hintergrund. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dem annähern kann. Eine komplexere Variante wäre zum Beispiel ein sogenanntes Sky Replacement. Das habe ich hier in diesem Film beispielsweise gemacht, in dem Shot oder auch in diesem Shot hier. In beiden Fällen war der Himmel komplett ausgebrannt und weiß und ich habe ihn gegen eine andere Textur ersetzt und das Ganze getrackt. Und ich glaube, man sieht es nicht wirklich und uns sieht soweit okay aus. Falls euch das Ganze interessiert, schaut mal bei YouTube, Sky Replacement ist das Stichwort. Hier machen wir allerdings was deutlich Einfacheres, was eigentlich immer geht und auch mit der kostenlosen Version von DaVinci wunderbar funktioniert. Okay, als allererstes schaue ich mal, was an Spielraum durch die Superwides noch vorhanden ist. Ich ziehe hier die Helligkeiten ein bisschen runter. Ich hau gerade mal die Sättigung hier unten ein bisschen hoch, damit es nicht ganz so schlimm aussieht und mache mir eine neue Note. Alt-S und einen, nimm den Qualifier hier, das Pipetten-Tool. So, ich möchte nur den Himmel selektieren. Hierfür gehe ich in den Modus, der mir anzeigt, was ich selektiere, gehe runter zum Luminanz-Slider und ziehe den jetzt hoch, um quasi nur die allerhellsten, das sind jetzt nur die hellsten Bereiche. So, und da bekomme ich hier meinen Himmel, leider zwangsläufig auch die Wand, aber das ist okay. Ich mache meine Auswahl ein bisschen feiner. Ich denke, wie das hier funktioniert, Qualifier, wisst ihr. Ansonsten schaut meine Grundlagenvideos an. Blur ein bisschen hoch, damit das weich ist. Und wieder aus, beziehungsweise Shift-H wäre hier der Shortcut. So, jetzt habe ich meinen Himmel selektiert. Wenn ich das Ganze einfärbe oder sowas, sieht es aber natürlich noch blöd aus und vor allem erwische ich auch die Wand. Also machen wir das weg. Als nächstes nehme ich eine Maske und zwar hier diese quadratische Maske. Die platziere ich so ein bisschen außerhalb, nur im Bereich meines Himmels und mache sie schön, oder wo ist denn unten? Da ist unten. Mache sie schön soft. So, was genau mache ich gerade? Der Qualifier und die Maske auf derselben Note addieren sich, sodass alles, was ich jetzt mache, nur im Bereich des qualifizierten Bereichs quasi und innerhalb der Maske. Das heißt, nur hier in diesem freigestellten Bereich und in dem Bereich, der durch die Maske erwischt wird, vorgenommen wird. Heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel was einfärbe, ihr seht das schon, so, gehen wir doch gleich mal richtig vor. Ich gehe jetzt hier hin und schiebe das Ganze ein bisschen in den Bereich Blau. Ganz subtil, hier müsst ihr vorsichtig sein, ein bisschen gucken, das sieht schnell unnatürlich aus. Ich mache echt immer nur so ein bisschen. Und der Grund, warum ich hierfür nicht diesen ganzen Bereich einfärbe, sondern eine Maske nehme, ist, na, typischerweise an einem heißen, diesigen Tag ist der Horizont eher diesig, sprich es wird quasi nach oben hin blauer. Man kann auch mal versuchen, den hellen Bereich ein bisschen abzusoften, aber ey, seid da echt vorsichtig. Und ihr seht, es ist nicht wirklich Zeichnung, die hierhin zurückgekehrt ist, aber auf jeden Fall ein kleines bisschen Farbwert, wenn wir es noch Kontrast reinhauen. So, und ich könnte jetzt hier noch mit einer Maske oder sowas mich selbst wieder ein bisschen heller machen. Dann ist auf jeden Fall der Himmel ein Stück weit aufgefangen. Das ist was ich ganz, ganz häufig mache. Ausgebrannter Himmel nach oben mit einem Verlauf lasse ich ihn ein bisschen kräftig und leicht blau werden. Und es sieht auf jeden Fall schon mal weniger scheiße aus. Der zweite Fall ist jetzt schon eine härtere Nuss. Wir haben hier eine komplette ausgebrannte Aufnahme von mir. Himmel zu hell, Gesicht zu hell, sieht echt schlimm aus. Ich bringe erstmal die gesamte Belichtung runter, aber die ist echt ziemlich im Arsch. Also, naja, mitten noch ein bisschen runter. Ich versuche jetzt erstmal in die Nähe eines einigermaßen kontrastreichen Bildes zu kommen. Also was bis auf die schlimmen Stellen zumindest halbwegs normal aussieht. So, bisschen Sättigung rein, das hilft oftmals. Und jetzt müssen wir uns hier diese ausgebrannten Stellen annehmen, denn hier sind einfach Flecken, das ist ausgebrannt. Das sagen uns auch die Scopes, da ist, abgesehen vom Himmel, auch im Bereich des Gesichts nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. So, der Trick an der Sache ist, neue Note wieder hernehmen. Ich benutze abermals den Qualifier. Diesmal muss ich jetzt nicht mal direkt die hellen Bereiche eingrenzen, sondern ich nehme nur mein Gesicht, erstmal Shift-H und so, markiere mir jetzt so ein bisschen, ja, mein Gesicht, wunderbar, das sieht schon gut aus. Wieder schön weich machen, clean black ein bisschen. Es wird natürlich viel Geraffel mitselektiert, was ich nicht haben will. Deswegen müssen wir abermals eingrenzen. Und die eine Variante hierfür wäre jetzt, eine Maske zu benutzen. Das ist so der Weg, wie man es auch bisher machen musste. Ich würde empfehlen, die
selbstgezeichnete Maske zu nehmen und so ein bisschen, ne, Punkte außen rum und so weiter, grob, und das Ganze tracken. Das ist ja eine Möglichkeit, es zu tun. Seit Version 17 gibt es eigentlich eine bessere, die ich hierfür echt gerne nehme, nämlich die Magic Masks. Das steht natürlich nur Besitzern der Studio-Fassung jetzt zur Verfügung. Alle anderen müssten eben die Maskenmethode verwenden. Wir gehen hier rüber, tracken die Person, machen einmal den Strich und zack, die Bohne, ist jetzt quasi die Person selektiert. Und das kombiniert sich natürlich wieder mit dem Qualifier, das heißt nur die hellen Stellen der Person. So, und das hilft mir schon enorm. Müsste man jetzt tracken, spare ich mir an der Stelle. Denn jetzt kann ich hergehen und einen ähnlichen Trick machen. Ich bringe mit dem Gain-Regler die Farbe der überbelichteten Stellen in den Bereich der nächstbesten Farbe, die quasi an der Haut vorzufinden ist. So, und ihr merkt, ich gehe hier wieder super subtil vor. Aber schaut mal, ich deaktiviere die Node. Weg, da, weg, da. Seht ihr es im Detail? Wir zaubern natürlich keine Details mehr zurück. Aber es sieht trotzdem gleich deutlich besser aus. Ausgebrannt, und man hat gleich weniger das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Jetzt ist es einfach nur sehr hell im Gesicht und da fehlen halt wirklich Details. Also, die fehlen immer, aber so sieht es schon deutlich besser aus. Wir könnten das Ganze jetzt auch wieder mit dem Himmel kombinieren, indem ich eine Outside-Node erstelle. Das ist dieser Punkt hier. Das ist eine Node, die übernimmt die Transparenz der vorherigen und dreht sie um. Sprich, wenn ich Shift-H drücke, ist jetzt quasi alles ausgewählt, bis auf den Bereich, den ich gerade bearbeitet habe. Das kombiniere ich jetzt nochmal mit einem neuen Qualifier. Shift-H wieder anmachen. Abermals die hellsten Bereiche. So, und jetzt, ne, seht ihr, jetzt komme ich hier in einen Bereich, so wie ich es haben will, mache ich wieder schön weich, lalalala, blurren das Ganze gut. Und wenn ich hier jetzt wiederum eine Maske auf anwende, also selber Trick wie eben, diesmal kann ich so eine normale Maske verwenden, denn ich muss nicht irgendwie um einen ausgebrannten Bereich des Hauses herumschiffen. Mache das Ganze wieder ein bisschen bläulich oder so, so, zack. Dann haben wir hier tatsächlich das Gefühl von Farbe in der Haut und von Farbe im Himmel zurückbekommen. Ist natürlich immer noch relativ hell, da könnte man jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, mehr Kontrast ins Bild reinzubekommen. Aber die kritischen, die ausgebrannten Stellen, sowohl im Himmel als auch in der Haut, sind relativ subtil umschifft worden. Und ich würde sagen, der Shot ist soweit verwendbar. Okay, und das war's dann eigentlich auch schon. Ich weiß, das war jetzt nicht die ganz große Zauberei, die ich euch mitgeben konnte, weil die existiert zu dem Thema halt leider einfach nicht. Aber gerade dieses sanfte Einfärben von Himmeln ist was, was ich schon häufiger mal mache. Und das Wissen um die Superwhites und auch wie man sie in einem Schnittworkflow erhält, kann euch nachhaltig trotzdem helfen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps. Schreibt sie mir auch in die Kommentare. Oder ihr habt einen besonders schrecklichen Fall von Überbelichtung in eurer Filmerkarriere erlebt, dann schreibt mir auch das in die Kommentare, weil, seien wir ehrlich, ich glaube, das ist, also ich glaube, jeder hat schon durch Überbelichtung Aufnahmen versaut. Wir machen einfach eine kleine Selbsthilfegruppe da unten auf, ne? Dann tut's nicht ganz so weh. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.